Juten Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 19 Karriere mit Dynamo Dresden. Heute sind wir zu Gast in Köln, ein Topspiel, erster gegen den zweiten. Ja, und dann werden wir mal sehen, was wir daraus machen. Und es regnet schon wieder. Willkommen auch zu Hause zum heutigen Spiel. Und das diese Partie ja hätte nicht besseres Wetter verdient. Es regnet. Nicht zu ändern, Wolf. Die Spieler müssen sich eben jetzt auf veränderte Bedingungen, auf einen glatten, rutschigen Rasen einstellen. Heute heißt es 1. FC Köln gegen Dynamo Dresden. Schauen wir kurz auf die erste Hälfte des 1. FC Köln heute. Zwar nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Im 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das für Offensivqualitäten, die da mit dem Mittelfeld kommen? Also das werden wir heute garantiert wieder sehen. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist das ein 4-4-2, auch wenn sie da im Mittelfeld, das ist im modernen Fußball so, sehr variabel sind. Clemens. Er gibt abseits. Linus Wahlqvist. Super, wie sie da Druck machen. Da ist der Ballbesitz. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Sie werden hier heute selbstbewusst auftreten in dieser Auswärtspartie. Schließlich sind sie das treffsicherste Team der Liga. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Der Ball geht an den Pfosten. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Eben war das schönes Zuspiel. Linus Wahlqvist. Ach, eine schwierige Aufgabe. Der Abschluss war schlicht und ergreifend zu schwach. Die Möglichkeit zu flanken. Da holt er den Ball zurück. Holger. Clemens. Ey, wie weit meine Spieler vom Gegner weg sind, das begreife ich einfach nicht. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ich kapiere das Gefühl, dass ich keine Verteidiger habe, sondern Escort Service. Da wäre jetzt Platz. Ja, der geht natürlich sonst wohin. Clemens. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Und jetzt der Schuss. Zur Ecke abgewehrt. Jetzt der Eckball. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Der 1. FC Köln mit dem Einwurf. Hä? Hector. Also irgendwie passen Clemens. Die. Holger. Passen die Kommentare ja nicht, weil wenn die geklärt haben, hätte der Einwurf für mich geben müssen. Und der andersrum. Ah ja, EA Sports halt. Ja, na klar doch. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Müller. Einwurf Köln. Also ich muss mal gucken, irgendwo musste doch hier stehen mit dem blöden... Mit der Pass-Dings da. Kamera, visuell. Hat auch nichts mit.
Na, hier. Der Schuss wird automatisch in Richtung Tor gelenkt. Na, das glaube ich ja weniger. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mir jetzt noch dümmer anstelle. Sie kommen jetzt über außen. Terodde. Ach hey. Gut. Schwache okay. Aktion, Ballverlust. Marco Höger. Vielleicht die Führung jetzt. Kein Tor. Das wird sie ärgern. Die Chance zur Führung, aber nichts ist. Sie lassen die Chance liegen. Klasse Aktion. Tolles Zuspiel. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Die Flanke hat er. Jetzt stell ich mich halt blöder an. Clemens. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Da ist Platz. Da ist die Flanke. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Ja. Führung jetzt. So. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Und das Tor jetzt nochmal in der Wiederholung. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse. Und mein Volley, der funktioniert. Jawohl. So gefällt mich das. Da hat wirklich alles gestimmt in dieser Szene. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Es wäre natürlich schön, wenn wir den Vorsprung auf Köln ein bisschen ausbauen könnten. Und das Spiel geht weiter. Leider nach wie vor in strömendem Regen. Hey, stopp. Oh. Das gibt einen Einwurf. Linus Wahlquist. Der erste FC Köln mit dem Einwurf. Das war dumm. Clemens. Aber jetzt bin ich wenigstens für die Fehler selber verantwortlich. Damit kann ich besser leben, als wenn der Shop. Computer hier irgendwelche Dummheiten macht. Weg ist der Ball. Jetzt haben sie den Ball verloren. Der war jetzt nicht schnell genug. Horn. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Das macht er sehr gut. Das sind so Sachen, die ich nicht verstehe. Wie der von hinter ihm den Ball klauen kann, ohne ihm die Beine wegzutreten. Wenn normalerweise... Sehr gute Passquote. Er dann die Beine berühren, auch der Ball, ne? Kommt an. Und wie uns ja Physiker gelehrt haben, wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein, also... Ah, ärgerlich, Ballverlust. Aber wer sind wir schon, dass wir EA Sports auf irgendwelche physikalischen Tatsachen hinweisen? Das wäre ja Quatsch. Fängt diesen Ball ab. Da passt er auf, Ball geklärt. Also er spielt immer noch nicht dahin, wo... Ich hinziele. Das ist immer noch so. Also, das... Heise. Guter Ball nach draußen. Jawohl. Und? Ja, gibt Ecke. Jetzt will man hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und versuchen es mitten im Wechsel. Ball kann gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Da haben sie jetzt Platz. Er kann ihn reinbringen. Haben wir natürlich schon besser gesehen, keine Frage. Ist halt kein Flanker. So. Rafael Chichos. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt.
super dazwischen gegangen. Und jetzt sind Leute, vergesst es, ey. Leute, nee. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Mit einem Riesensatz am Sturchenspieler durch und... Er schießt! Der Abwehrspieler hat den Ball. Kriegt den Ball. Das ist alles so eine Sache. Ja, natürlich. Klasse Aktion, Ball ist weg. Christian Clemens. Die Chance, er muss flanken. Den Ball kann er klären. Das gibt Einwurf. Feierabend für heute. Tolle Leistung. Kein Wunder also, dass die Fans ihn verabschieden. Und das absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. Der Ball erstmal raus. Mann, ey. Da kommt der Schuss. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. FC Momentum ist wieder unterwegs. Wenn du nicht mal mehr aus der eigenen Hälfte raus kannst. Jetzt wollen die Fans hier nochmal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so. Klasse Pass. Jetzt vielleicht. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Beim ersten FC Köln gibt es einen Wechsel jetzt. Warten wir mal ab, ob dieser Wechsel dann auch den gewünschten Erfolg haben wird. 4 Minuten bleiben hier noch. Hector. Pociello. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Heise. Schönes Zuspiel. Schöne Aktion. Fällt das Tor? Na klar. Der Schiedsrichter. So, 1-0 gewonnen. Sehr schön. So, dann werden wir mal noch ein bisschen trainieren. Oh. Sehr schön. Nee, Pressekonferenz wollen wir nicht. So, dann hätten wir das nächste Spiel gegen Union Berlin. Die stehen auf dem 5. Aber sind schon 14 Punkte weg. Der Kempe von, was ist das? Von Darmstadt ist das, glaube ich, ne? Ja, 10 Tore in 11 Spielen, auch nicht schlecht. Kann man mal so machen. Gut, das Spiel gegen Union gibt es dann in der nächsten Folge. Ich sage erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Hightower.